Hey, herzlich willkommen hier zu diesem YouTube-Video. Mega cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier gerade inmitten von einer Brainstorming-Session. Es ist jetzt kurz nach 4 und wir sitzen hier seit heute Morgen um 9 und haben jetzt die ganze Zeit Strategieplanung gemacht, Ideen ausgebrütet für das Jahr. Und mir wurde jetzt gesagt, ich soll mal ein YouTube-Video drehen mit 7 Eigenschaften, die mich mit unter 18 Jahren zum Millionär gemacht haben. Aber glaubt mir, ihr wollt die eigentlich gar nicht wissen, weil die Eigenschaften, mit denen ich das damals geschafft habe, sind garantiert nicht die, die ich heute nochmal an den Tag legen würde. Aber deshalb dachte ich, ich gebe euch die Eigenschaften mit, die ich in den letzten Jahren bekommen habe, um genau das seitdem x-fach zu reproduzieren. Und glaubt mir, Leute, das, was ihr hier in diesem Video jetzt mitbekommt, ist mega wertvoll. Und ich würde euch empfehlen, das Original genau so zu implementieren und umzusetzen. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt 21 Jahre alt und in den letzten 2-3 Jahren habe ich das seitdem geschafft, x-fach zu wiederholen. Und erstmal ist es ja ein sehr cooles Ziel, dass du dir so ein Video überhaupt anschaust. Und trotzdem würde ich auch nicht zu viel Fokus direkt darauf legen. Das ist nämlich eine Sache, die ich mir mit aufgeschrieben habe. Eigentlich ist Eigenschaft Nummer 4, aber ich kann es ja auch jetzt als erstes sagen. Und zwar, wenn du dem Geld hinterher rennst, dann rennt es halt vor dir weg. Wenn du dir so viele Gedanken machst und ständig schaust, okay, irgendwie, ja, wie kann ich es schaffen, mehr Geld zu verdienen, mehr Geld anzuziehen und dir selber so einen Druck machst und sagst, ja, ich muss jetzt mehr Geld haben, ich muss Rechnungen bezahlen und warum kommt jetzt nicht endlich mehr Geld und warum klatscht bei allen anderen, dann ist es keine Leichtigkeit, dann ist es nicht die Energie von Flow, dann ist es nicht Freiheit, sondern dann machst du dich vom Geld abhängig und dann rennst du dem Geld hinterher. Und wenn du das tust, dann rennt es halt vor dir weg. Und ich würde dir eh empfehlen, wenn du das tust, was du liebst, dann wird das Geld langfristig eh zu dir kommen. Und wenn du das machst, was dich erfüllt und das, was dir Freude macht, dann wird es eh in dein Leben kommen. Ja. Ich wurde auch mal gefragt, was ist das, angenommen, du hättest eine Botschaft für die ganze Welt, was wäre es? Und da muss ich gar nicht lange überlegen, sondern das wäre, denkt viel größer. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die ich mir mit aufgeschrieben habe, weil wir würden alle so viel weiterkommen, wenn wir einfach ein bisschen größer denken würden. Viel zu viele Leute denken viel zu klein. Und weil es dir irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, denk realistisch, setz dir realistische Ziele, dann lösch das bitte aus deinem Kopf. Du kommst nicht weit mit realistischen Zielen. Weil wenn du deinen Wunsch abschickst zum Universum, dann kann es manchmal passieren, dass auf dem Weg dahin ein bisschen was verloren geht. Und die wirklich coolen Ideen und die wirklich coolen Impulse, die kommen ja dann, wenn die Sicherung rausspringt und dein Kopf sich denkt, what the fuck, wie soll ich das schaffen? Und es geht ja nicht, wenn du es selber für realistisch hältst. Außerdem solltest du die neue Art des Verkaufens beherrschen. Du solltest wissen, was du sagen darfst, damit es bei deinem Gegenüber direkt ins Herz geht. Du solltest wissen, wie du dich so oder dein Produkt, whatever, so verkaufen kannst, dass du dein Gegenüber berührst und dass er es checkt. Und wenn du das Gefühl hast, da ist bei dir gerade zum Beispiel noch Bedarf, da ist noch Luft nach oben, dann klick gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da haben wir unser kostenfreies Coaching Unleash Your Greatness verlinkt. Du kannst dich komplett kostenfrei anmelden. Und darin geht es halt wirklich darum, wie du es schaffen kannst, mit jedem Wort, was deine Lippen verlässt, zu verkaufen und dein Gegenüber in der Seele zu berühren. Und diese Großartigkeit, die du vielleicht schon lange in dir spürst, endlich zu befreien und dafür zu sorgen, dass die raus in die Welt darf. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich in den letzten Jahren auch immer wieder festgestellt habe und selber auch manchmal sagen muss, dass ich darin nicht der Allerallerbeste bin, sondern ich es eigentlich nur kann, wenn ich was wirklich, wirklich, wirklich will, dann ist es Disziplin. Das Ding ist, wenn du erfolgreich sein möchtest und wenn du Millionen anziehen möchtest, dann wirst du um Disziplin nicht drum herum kommen. Du wirst nicht drum herum kommen, auf deinen Impulsen Taten folgen zu lassen. Du wirst nicht drum herum kommen, die Dinge, die du als die nächsten Schritte spürst, auch wirklich durchzuziehen. Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch. Ganz egal, was gestern war, ganz egal, was dich gerade alles runterzieht und was gerade alles da ist und wer es dir nicht gönnt und wer dir irgendeinen Quatsch erzählt.
hab die Disziplin, das durchzuziehen. Egal, was gestern war. Weil das, was gestern war, das kannst du heute eh nicht wieder gut machen. Es ist passiert, fertig. Also jetzt Fokus auf das, was du morgen haben willst. Übrigens nicht wundern, warum da hinten so viele Zettel hängen. Wie gesagt, wir haben Brainstorming-Session und ich finde es einfach ganz gut, dann Ideen mal auf ein großes Papier zu bringen, an die Wand zu hängen, sich das große Ganze anzugucken und das nicht alles immer so klein im Laptop zu haben. Das ist aber jetzt keine der Eigenschaften, ja? Das ist ein Tipp, den ihr mitnehmen könnt, aber es ist keine Eigenschaft. Aber die fünfte Eigenschaft ist Fokus. Und zwar nicht nur auf das, was du willst, sondern viel allgemeiner noch. So viele sind von morgens bis abends damit beschäftigt, ihrem Umfeld nachzukommen, allen auf WhatsApp zu antworten, zu stalken, was deine Freunde oder auch vielleicht nur die Leute, nur irgendwelche Bekannte oder Leute, die du cool findest, den ganzen Tag zu gucken, was machen die den ganzen Tag? Haben die eine neue Story gepostet? Haben die irgendwas gemacht? Wo sind die gerade? Es bringt dir ja nichts. Klar, es ist super, Leute zu verfolgen, die dich inspirieren und zu gucken, was die den ganzen Tag so machen und dir da neue Ideen zu holen und Motivation zu holen und so. Aber du musst nicht von morgens bis abends für jeden da sein, nicht von morgens bis abends für jeden erreichbar sein. Nimm dir doch zumindest vielleicht mal die erste Hälfte des Tages einfach nur für Fokus für dich und deine Ziele. Schau, dass du das, was du machen möchtest, das, was du schaffen möchtest, auch wirklich gebacken bekommst und dass du im Flow bist, dass du den Fokus da hast auf das, was du schaffen möchtest und vor allem auch den Fokus darauf, was du haben willst und nicht den Fokus da auf das, was du nicht haben willst, weil das hast du ja eh schon. Hör auf, deine Zeit gegen Geld zu tauschen. Das ist tatsächlich noch eine der Eigenschaften, die ich verstanden habe, bevor ich das erste Mal eine Million verdient habe oder das erste Mal in der Situation war, viel Geld zu verdienen, weil vorher hätte ich es überhaupt nicht geschafft. Ja? Wenn du deine Zeit gegen Geld tauschst, wenn du gerade vielleicht noch 1:1 Coachings verkaufst oder irgendwie deine Problemlösung eine bestimmte Dienstleistung ist, die du immer 1:1 mit dem Kunden direkt quasi verkaufst, durchführen musst, whatever, ja, dann bist du ja irgendwo limitiert und nicht skalierbar. Und ich hatte damals zum Beispiel eine Medienproduktion, wo wir Videos, Imagefilme und sowas alles für Unternehmer gedreht haben. Und das ist ja eigentlich eine Dienstleistung, wo du denkst, das kannst du nicht automatisieren. Das ist nicht skalierbar, weil ich kann ja nicht am Tag 60 Imagefilme drehen. Was wir damals gemacht haben, ist eine Videoschule zu gründen, einen Online-Kurs, in dem Unternehmer lernen, wie sie ganz einfach Videos mit dem Smartphone machen können, wie sie in Videos gut rüberkommen, in Videos verkaufen können und so weiter. Und das konnten wir dann plötzlich so oft am Tag verkaufen, wie wir wollten, komplett automatisiert. Also da musst du dir was einfallen lassen, sonst wird es ziemlich kompliziert. Die letzte Eigenschaft ist eine Frage, die du dir jeden Morgen stellen darfst. Hör dich auf zu fragen, wie kann ich mein Ziel erreichen, wie kann es gehen und fang an dich zu fragen, wer darf ich heute sein? Wer darf ich sein, um mein Ziel zu erreichen? Denk in den Skills, die dir noch fehlen. Denk in den Sachen, in denen du besser werden darfst und versuch dich dann den Tag über darauf zu fokussieren. Zum Beispiel, hey, heute darf ich bewusster sein. Oder hey, heute darf ich mich mehr zeigen, heute darf ich mehr in die Sichtbarkeit gehen. Und denk immer, wer darf ich heute sein, um mein Ziel zu erreichen und nicht, wie kann ich mein Ziel erreichen? Weil in dem Moment, wo du zu der Person wirst, kommt der ganze Rest von ganz von selbst. In diesem Sinne, wenn du in diese komplette Thematik noch viel tiefer eintauchen möchtest, dann hol dir Unleash Your Greatness. Es ist ja komplett kostenfrei. Du hast nichts zu verlieren. Es ist nicht mal ein Einstieg zu irgendeinem Funnel, gar nichts. Wir freuen uns, wenn du mit uns arbeiten willst, aber dafür müssen wir dir nichts verkaufen. Wie gesagt, es ist der allererste Link in der Videobeschreibung. Klick da jetzt drauf, hol dir ein kostenfreies Ticket. Es lohnt sich mega. Es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Coaching-Programm. Und ansonsten abonnier den Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und kommentier vielleicht mal ein paar Eigenschaften, die dir in den letzten Jahren mega geholfen haben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen total geilen Tag und ich gehe jetzt weiter brainstormen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.